diesen Spaß. Piu, 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 piu. Halten aber auch gut was aus. Ja. Putnik. So, das habe ich jetzt primär gemacht wegen dem Gold. Du. Krankheit heilen. Achso, Gift, okay. Dann halt nochmal. Du. Gift heilen. Jo. Und bitte zur Drachensandwüste fliegen, ohne weitere Schweife. Haben sie mich ganz schön zugesetzt. Hat sogar mehr weh getan als so normale Titanen. Drachensand, genau. Du, fliegen, du, Tag des Schutzes, du, Stunde der Kraft. Die Karte sagt, wir haben da ein komisches Ding und wir haben da eine Pyramide. Gehen wir erstmal in die Pyramide, weil das Ding wird unterirdisch sein, größtenteils die Pyramide. Grab von Wahn. Seltsam verwittertem Metall. Ist okay. Du, Tag der Götter. Ja, hier wäre mir auch nicht wohl. Fackellicht. Genies. Super Djinn. Was zum Geier machen die alle? Oh, okay. Sie können schon mal in Schlaf versetzen. Können ganz viele Fernzauber. Und sind begrenzt nervig. Oh. Durch große Sorgfalt gelingt es dir, die Botschaft der Hieroglyphen zu entziffern. Obwohl die Überquerung des Nichts eine anstrengende Reise ist, wird das Land, das du finden wirst, schön und von Vorfahren oder dem Feind unverdorben sein. Fass dir ein Herz, damit deine Kinder in einer perfekten Welt ohne Krieg, Hunger und Angst leben können. Denke an die heilige Pflicht, dich während der langen Reise um das Schiff zu kümmern und für seine sichere Ankunft im gelobten Land zu sorgen. Pass gut auf den Beschützer auf und bringe ihn vom Schiff entfernt unter. Sonst wird er durch ein einziges Missgeschick verloren gehen. Also ja, die Hightech-Variante kommt jetzt rein. Also es ist ein Raumschiff gewesen. Und diese Texte hier gingen wohl an eine Art Roboter, der auf den Beschützer aufpassen sollte und auf das Schiff. Okay. Also links rum ist gesichert, rechts rum gucken. Hier. Euch probiere ich mal im Nahkampf zu besiegen. Einfach nur zu gucken, wie viel ihr aushaltet. Ah, es geht. Also wir müssen nicht bei jedem gleich die Schrapnelle rausholen. Und euch kennen wir doch. Aber inzwischen sind wir einen Ticken stärker geworden. Das war der aus der Goblin-Feuertotemhöhle. Denkt an unseren Feind, Kinder. Unterschätzt niemals die Gefahr, die ihr darstellt. Auch wenn ihr auf der Reise niemals einen sehen werdet, achtet immer auf seine Invasion des Nichts. Wenn die Reise zu Ende ist. Obwohl der Feind unbeschreiblich stark ist, ist er nach einer Überquerung dennoch verwundbar und seine Verteidigung ist schwach. Benutzt die Energiewaffen des Schiffes, um den Feind zu schlagen. Greift ihn niemals mit leichteren Waffen an oder ihr würdet sicherlich untergehen. Deswegen brauchen wir halt die Waffen aus dem Kontrollzentrum. Und wenn wir den Feind jetzt nicht besiegen, also nicht bald, dann werden alle diesen Schutz haben. Also alle von den Dämonen und nicht nur die stärksten von ihnen. Und dann könnte niemand mehr sie besiegen. Außer halt alle hätten diese Energiewaffen. Und davon wird es nur ein paar geben. Wow, okay. Wenig ausmerzen. Komm, 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 komm. Das ist viel zu viel Funkelzeug.
Oh, raus, 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 raus. Okay. Wir brauchen hier einen Sprungpunkt. Du. Das da Leuchtfeuer Sprungpunkt setzen im. Also über dem hohen Tempel. So. Dann springen wir nach Sorbigal. Heilen uns, springen wieder her, töten. Du, Stadtportal, neues Sorbigal. Ich bin echt gespannt, was es mit den Rüstungen auf sich hatte. Weil ich hatte das Spiel, glaube ich, noch nie so weit gespielt, dass man sie wirklich hatte. Die Laserwaffen hatte ich immer nur im Teil 7 gefunden. Können wir behilflich sein? So, 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 so. Spenden. Möge das Glück mit dir sein. Du bring uns zurück nach da. Buffs haben wir alle, oder? Ja, haben wir, okay. Ganz viele Djinns. Da. Meister-Djinn. Wow. Okay. Das ist mal groß. Aber wenn das nicht unterirdisch ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist eine Pyramide in der Pyramide. Und bestimmt bin ich nicht der Einzige, der gerade an Stargate denkt. Flammentür? Tür ist verschlossen. Okay. Wir müssen also erstmal irgendwo irgendwas drücken, um die Flammentür zu öffnen. Das ist nur ein Bild, okay. Das ist ganz schön weitläufig hier. Du mach mal Licht. So, es geht ja gar nicht außenrum. Selbst wenn hier irgendwo ein Eingang wäre, ich würde ihn gar nicht sehen, weil ich so weit weg davon bin. Also lass mal zur Wand gehen, genau. Vielleicht könnten wir auch auf der Pyramide rauf und von oben langsam runter. Da dann irgendwas freischalten und... Was war das? So, hier sind Gegner an der Wand, okay. Ich dachte schon, warum knurrt mich da plötzlich die Wand an? Da scheint es reinzugehen. Jo, okay. Der Eingang zur Pyramide ist im Süden. Wehe euch Unwürdigen. Ja, nee, wir sind unwürdig. Wir wollen töten. Oh, das ist ein Stärkerer. Okay, nicht wirklich. $1,100. Schick. Also die blauen sind ja wohl die einfachsten, die lilanen dann die zweiten und die roten die schweren. Und du heil bitte mal die Truppe. Was bist du? Du bist ein Fahrstuhl. Okay. Fahrstuhl nach oben. Ich wollte eigentlich nach unten da, wo diese Flammentür führt, aber okay. Okay. Hier ist nichts. Hier sind drei komische Knöpfe. Achso, das ist dann wohl die Etage, wo wir herkommen. Das ist eine Etage tiefer und das ist zwei Etagen tiefer. Gut, gucken wir uns hier erstmal um. Nichts wie weg. Verlasse das Grab. Okay. Oh, Seitenausgang? Oh, da. Ja, das ist jetzt aber nicht so toll. Nein, falsche Richtung. Weil wir jetzt wieder hier oben reinkommen. Also die Ausgänge hier sind Einwegausgänge. Das merkt sich hoffentlich der Geogon aus der Zukunft. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Und klackert da schon wieder irgendwas. Die Pyramide hier ist echt komisch. Also wir gehen jetzt wieder dahin, wo wir eben waren. Hoffen, dass wir den Fahrstuhl rufen können. Fahren dann nach ganz oben. Und drücken dann den mittleren Knopf. Der jetzt dann hoffentlich weiter runterbringt, als wir vorher waren. Was ist eigentlich da oben? Nee, komm, nicht ablenken lassen. Wir müssen Schritt für Schritt die Sachen durchgehen, sonst kriegen wir nichts gebacken. Hier unten müsste das kleine Häuschen gewesen sein. Wenn wir da um die Ecke sind, und dann ist gut. Du... Heilung.
Genau, das kleine Häuschen da. Weh den Unwürdigen und so. Hier rum, kein... Was bist du? Nur ein Bild, okay. Kein Respawn. Also keine richtigen Wachen, die hier immer wieder auftauchen, wenn man durchgeht, weil man unwürdig ist. Das ist schon mal gut. So, da vorne müsste der Fahrstuhl gewesen sein. Vielleicht wurde er auch zurückgeschickt, nachdem wir oben raus sind, aber sieht irgendwie nicht so aus. Hier ist nichts. Nein! Das ist jetzt nicht gut. Eventuell haben wir gerade das ganze Spiel verbaut. Der Fahrstuhl ist jetzt oben und wir haben keine Möglichkeit nach oben zu kommen, außer durch diesen Fahrstuhl. Was jetzt nicht ganz so toll ist. Okay, wir suchen einen anderen Eingang. Hier rum, darum, raus. Und gucken jetzt mal auf die Pyramide. Vielleicht kommen wir von da aus ja auch irgendwie in denselben Raum, wo wir die drei Knöpfe hatten. Da scheint noch was zu sein. Oh, hallo Jungs. Weg. Weg, 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 weg. So, da oben will ich hingucken. Was ist noch ein Bild? Ernsthaft? Das glaube ich nicht. Du spring mal bitte. Ja, achso, du bist aufgegangen. Du. Sprung. Mist. Du. Sprung. Mist. Das geht nicht. Das ist jetzt gemein, du. Was? Oh, daneben gesprungen. Du. Ah, na also. Gut. Jetzt sind wir irgendwo anders als vorher. Aber ich glaube, hier hätten wir auch so hochlaufen können. Und zwar, wenn wir von da gekommen wären. Wir sind alle müde. Das ist nicht so gut. Da vorne sind Gegner, zumindest einer. Oh. Die mit ihren Sternenstäben schießen. Kannst du mal aufhören zu hüpfen? So, sehr gut. Weg mit dir. Ah, sehr gut. Da war ein Teleporter hier in den Teleporter. Was auch immer. Du mach ein Leuchtfeuer hierhin, dahin. Das heißt, das Spiel kann jetzt nicht mehr verpackt sein. Jedenfalls nicht deswegen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also wir hätten gerne... Was? Falle? Falle. Ausgang? Nein. Achtung. Der Zutritt zum Frachtschiff ist nicht autorisierten Personal strengstens verboten. Der Gebrauch des Zeichens des Gravierers ist auf Versorgungsoffiziere beschränkt. Ein leichter Elektroschock trifft jeden, der diese Vorschrift widersetzt. Leichter Elektroschock, hm? Warte mal. Wow, nein, ich... Gut, dass wir ein Ding ausgesetzt haben. Ich wollte eigentlich alle rausziehen, alle Schalter, bis auf den Skarabäus. Gucken, wo wir jetzt hinfahren. Hauptsache, es ist irgendwo anders als... Ne, wir sind jetzt wieder da unten, das ist nicht gut. Okay, fahren uns wieder hoch. Dann stellen wir uns daneben, sodass wir nicht auf dem Ding sind. Also erst müssen wir jetzt den Knopf entdrücken, der uns hier runterbringt. So. Das ist der hier. So, momentan fällt er zum Auge. Du. Federfall. Hinterher. Das ist tief gewesen. Warum sind wir schon wieder hier? Wieder nach oben. Also Fahrstuhlfahren ist ja schon lustig und so, aber ich verstehe das Prinzip noch nicht ganz. Also wenn das ganz rechte Symbol eingedrückt ist, fällt das Ding nach unten.
Wenn das ganz rechte Symbol rausgedrückt ist, fährt es auch nach unten. Das Skarabäus ist draußen. Das Skarabäus ist drinnen. Auge ist draußen. So, jetzt ist nur das Skarabäus gedrückt worden. Also reingedrückt worden. Jetzt müssten wir hoffentlich woanders landen. Hüpf und hüpf und hüpf. Und hüpf. Nö. Außer, dass es vielleicht doch jedes Mal eine Etage, die sehen nur gleich aus. Also ich laufe jetzt mal so zurück, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt bei dem Haus rauskomme. Genau, hier waren ein paar Wachen. Macht gleich einen Knick. Unten ist ein doofes Bild. Und dann geht's rechts rum, raus aus dem Haus. Ja, genau, das ist das Bild. Hier ist das Haus. Das ist Hütchen. Deswegen du, bring uns bitte nach Sorpegal. Dann nochmal heilen. Wir springen zurück nach oben in den Kontrollraum und drücken da weiter Knöpfe. Können wir behilflich sein? Heilen, 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 heilen. Spenden. Du bring uns bitte zurück nach da.